Das ist ja nett. Aber du malst gerade, ne? Aber das mit der Fast-Forward-Musik ist gut. Dann haben wir Speed-Painting versus Mega Man. Speed-Painting, oh Gott. Dann wissen wir wenigstens, was bei rauskommt. Aber doch, das machen wir so. Also jetzt ist kein blödes Gerede mehr, sondern nur noch blödes Gespiele und blödes Gemale. Wir können auch diskutieren untereinander. Ja, wir können noch reden. Wir können jetzt die Zeit nutzen und über Sachen reden, die wirklich wichtig sind. Dann machen wir Nachwort, wenn du fertig bist. Wenn was fertig ist? Dann machen wir Nachwort zum Spiel, wenn du fertig bist. Ja, genau. Alles klar. Also dieses Spiel ist... Ach nein, das Nachwort kommt später. Danach. Mhm. Gut, dann sieht man dich gleich nochmal nach der Fast-Forward-Phase. Yay, mit meiner tollen Fast-Forward-Musik. Jetzt kann ich mal Sigma gegenübertreten. X is not amused. Das geht eigentlich so einigermaßen. Ja. Dicke Bassen. Dick aus, ne? Ja. Sehr schön. X is auch no numbing. Is numbing. Autsch. Haha, gut gemacht, hab ich das. Jetzt habe ich ihn zweimal getroffen mit einem Gedöns. Au, jetzt auch, aber es hat mir geschadet, der. Ah, das war nicht gut. Jetzt kommt Zero. Boah, fuck. Das sieht man schon. Hä? Man sieht schon, wer da das daneben sein soll. Ja, ja. Trotzdem muss man aufpassen. Autsch. Na komm hoch, Siggi. Siggi. Bam! Siggi. Ja, Siggi, der Sigma-Typ. So. Jetzt noch die nächste Form und dann haben wir's.
Und diesmal vergesse ich nicht irgendwie Subtanks zu benutzen. Wie viel habe ich? Oh, fast 2. Gut. Der mit seinen blöden Arme. Hände. Der Gesichtsausdruck, den der da hat, das ist ja auch bescheuert, ey. Yep. Oh, jetzt kriege ich ihn auch übelst leicht hin. Letzter Treffer, fertig! So, jetzt können wir wieder reden. Mhm, alles klar. Du malst da übrigens sehr schön, sehr, sehr schön malst du da. Super. Ich hab Langnasen-Sivo. Ich hab erkannt, wen du alles malst. So, jetzt bin ich auch endlich hier angekommen. Ja, Nachwort bitte. Was bleibt zu sagen? Dafür, dass es für ein Gameboy ist, finde ich die Steuerungsunterschiede, wie ich schon am Anfang erwähnte, recht gut eingefangen. Zumindest vom Verhältnis her. Grafiktechnisch wurde ja im Prinzip, wurde natürlich runtergestuft, aber das war jetzt nicht in dem Sinne schlimm. Zumindest finde ich nicht, dass sich da so viel geändert hat, oder wie siehst du das in dem Fall? Ich finde das eindeutig, hat gepasst, war schön. Denn wie gesagt, man kann, die Stages haben sich wirklich vom Verhältnis her nicht viel geändert, einmal vom Aussehen her, zum anderen vom Aufbau her. Mhm. Das heißt, es war prinzipiell... Es gab auch ein paar, also es gab auch extra Bosse dann, neue stimmt, Sachen. Es gab ja die beiden Bosse die beiden da, Typen die man da so nicht hatte. Ja. Und es fühlte sich ein bisschen an wie so eine Mischform, also wie eine tragbare Mischform halt aus den ersten beiden Mega Man X-Teilen. Ja, und das war eigentlich gar nicht so übel. Womit man es beschreiben könnte. Es hatte... Na gut, ich weiß nicht, die Simo-Fähigkeit, die ich jetzt nicht mehr habe, logischerweise. Ja. Hatten irgendwie nicht so den Effekt, zumindest die beiden, die ich genutzt habe, hatten in dem Fall, wo ich sie genutzt hatte, keinen Einfluss irgendwie, warum auch immer. Und ja, ansonsten, ich fand's in dem Sinne ganz geschickt gemacht, auch wenn es auf dem Gameboy selbst etwas schwieriger zu steuern wäre, da man halt kein, da Start zum Dash dann nicht leicht zu erreichen ist, meiner Ansicht nach. Aber ansonsten finde ich es doch ganz gut. Auch die Musik ist eigentlich ganz gut noch geraten halt. Ist halt, die Stücke sind halt dieselben wie aus dem Originalteilen. Nur halt eben Gameboy Color Qualität. Aber die Gameboy Color Qualität war gut. Also für ein Gameboy Color war es vor allem jetzt dieses Stückchen, was du da gerade hattest. Diese Sequenz. Ja, Grafikstücke, ja. Ja. Die waren auch ganz gut. Und weil, also der Boss am Highway heißt hier wirklich noch Wawa, wie im Japanischen. Richtig. Auch nicht übel. Oder kann man als Plus oder Minus sehen, weiß man nicht. Nee, jedenfalls, damit möchte ich mich dann auch schon verabschieden wieder. Ja, wir haben eigentlich alles gezeigt, darum haben wir Extreme gespielt, da halt da alles drin ist. Ja. Sonst eigentlich normalerweise spielt man den normalen Mode, da kämpft man dann nur gegen. Man kann sich hinterstellen. Da kämpft man dann nur gegen. Hier, gegen Storm Eagle, Chill Penguin, Spark Mandible und Flamestack. Und im Hard-Mode halt die anderen 4 Bosse und so halt alle auf einen Schlag. Ja, also jetzt stirb noch einmal zum Ende. Genau. Glückwunsch! Und ansonsten würde ich sagen, haben wir es doch. Ja, damit hätten wir es. Gut, dann bis zum nächsten Projekt. Das Spiel lässt sich empfehlen und der zweite Teil wird auch noch folgen von uns. Deine Maus ist im Bild. Fick die Maus, bis demnächst.